I like that too, man. You should be this left. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und Hannover Gains sind auch am Start. Hannover City, baby. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Ich bin hier gerade im McFit in Hannover, Freunde. Fahrenwalder Straße. Shoutout auf jeden Fall. Kommt ihr alle vorbei, Leute. Ist auf jeden Fall ein geiles Gym, auf jeden Fall. Oder würde ich sagen? Fresh, ja. Easy peasy, man. Um die Uhrzeit. Was? Um die Uhrzeit auch nicht viel los. Okay, ja. War's das, oder? Kann ich jetzt weiterreden an der Stelle? Natürlich, an der Stelle. Sie können fortfahren. Dankeschön. Und zwar sind wir hier im McFit, Freunde. Wir haben jetzt... Ja, wir haben jetzt Viertel nach eins, Leute, und wir trainieren jetzt noch hart. Wir haben 3 Street-Videos abgedreht und wir haben unsere Wäsche komplett gewaschen. Ja, für den weiteren Trip. Morgen geht's nach Hamburg. Und ja, wir sind total am Arsch, total müde, total verballert, aber nichtsdestotrotz heißt es immer Gym-Time, Freunde. Egal wie, egal wo, egal wann. Wenn ihr euch vornehmt, ins Gym zu gehen, dann geht auch ins Gym. Ja, struggelt gar nicht rum, überlegt gar nicht erst, soll ich gehen, soll ich nicht gehen. Geht nicht nach Hause, setzt euch hin, legt euch hin oder so. Packt eure Sachen und geht einfach ins Gym. Glaubt mir, danach fühlt ihr euch besser so. Und deswegen sage ich euch einfach, zieht durch, egal wie, egal wo, egal wann. Das ist aber nicht das Thema von dem heutigen Video. Das Thema von dem heutigen Video ist so, meine Top 5 Tipps für die Diät. Also ganz easy habe ich mich gedacht, stelle ich mich hier kurz hin. An der Stelle werde ich auch noch ein anderes Video abdrehen. Ich glaube, meine Top 3 Armübungen wollten wir machen. Genau, heute, ja. Top 3 Armübungen kommt natürlich auch. Aber jetzt will ich ein bisschen Theoriewissen für euch mal preisgeben. So. Beziehungsweise ja, das ist auch alles jetzt Freestyle hier, Digga. Ich habe mir nichts vorher überlegt oder aufgeschrieben oder so. Ich sage euch jetzt einfach das, was ich in meiner Diät beachte. Und vielleicht könnt ihr damit was anfangen, so mäßig. Feierst du oder was? Oder? I like that, man. Bist du still, deswegen. Nee, ich höre dir gerade voll zu. Ah, so, ich bin voll im Film drin. Ja, feier ich, Digga. Diät, okay. Weißt du, ich meine? Ja, Digga, da kannst du ja mal... Nach der Tour kann ich mir so die eine oder andere Scheibe von Abstand. Ganz genau, Bruder. Ja, Spaß, Real Digga. Talk, man. ja, Dings ist, also... Ich fange jetzt einfach mal an mit Tipp Nummer 1. Also Tipp Nummer 1 von mir für euch auf jeden Fall, Zähne putzen. Das ist krass, ne? Zähne putzen? Ja, Digga. Krass. Wenn du voll Hunger hast, so, wenn du voll Hunger hast, putz einfach Zähne, Digga. Putz Zähne, ja? Ja, einfach Zähne putzen. Danach wirst du nicht mehr so viel Hunger haben, Mann. Krass, Mann. Weil du diesen komischen Geschmack im Mund hast, weißt du? Krass. Ich habe vorhin voll Hunger gehabt, Mann. Jetzt habe ich ein bisschen Mundspülung gemacht, ein bisschen Zähne geputzt. Jetzt habe ich überhaupt keinen Hunger mehr, so. Warum hast du es mir nicht verraten? Also. Hast du es nicht gewusst, oder? Scheiße, Bruder, nein. Zähne, Mann, Digga. Du weißt schon, wie das ist. Ja, ganz genau, Digga. Also Zähneputzen, Freunde, ist echt so, wird echt den Hunger von euch schmälern so. Also ihr werdet danach nicht mehr so viel Hunger haben. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, viel trinken. Also wenn ihr den ganzen Tag über nichts trinkt, dann habt ihr auch voll Hunger so. Wenn ihr aber über den Tag verteilt ein paar Liter Wasser trinkt, immer wenn ihr Hunger habt, einfach einen halben Liter Wasser abpumpt oder irgendwas anderes so, dann wird es einfach so sein, dass ihr dann nicht mehr so viel Hunger habt. Ist einfach so, weil Trinken füllt auch den Magen, weißt du, wie ich meine? Ja. Auch während dem Essen. Wenn du während dem Essen schon trinkst, dann isst du insgesamt nicht so viel. Wenn du in der Massephase bist, Digga, und beim Essen trinkst, dann kannst du nicht so viel essen. Das habe ich damals gemerkt, deswegen esse ich immer erst komplett und dann trinke ich was, weil ich auch sehr wenig esse. Und da kommen wir direkt zu Tipp Nummer 3, Leute. Verteilt eure Mahlzeiten so, das war für mich jetzt das Beste und der Fanus hat das jetzt auch so übernommen und für ihn ist es, glaube ich, auch gut, können wir ihn gleich nochmal fragen. Auf jeden Fall, esst nicht so viele Mahlzeiten. Also esst morgens eine gute Mahlzeit, dass ihr wirklich den ganzen Tag damit überleben könnt. Also wirklich den ganzen Tag einfach nichts essen und dann abends noch eine fette Mahlzeit und dann seid ihr safe, weißt du, wie ich meine? Wenn du dir die Mahlzeiten auch so packst, dass du die Kalorien dann genau gedeckt hast, so, dann musst du einfach nur damit klarkommen, dass du halt den ganzen Tag nichts isst. Aber wenn du morgens genug isst, ausgewogen, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß und abends auch eine ausgewogene Mahlzeit isst, dann passt es vollkommen so. Am Anfang wird es vielleicht so sein, dass ihr mittags ein bisschen Hunger habt und ein bisschen struggelt so, aber ihr gewöhnt euch daran. Und vor allen Dingen, ihr seid in der Zeit viel, viel produktiver. Ihr könnt besser trainieren, wenn ihr einen leeren Magen habt. Ihr könnt besser lernen, ihr könnt besser arbeiten, weil einfach euer Magen leer ist, beziehungsweise nicht so viel arbeitet, wie wenn ihr einfach eine Mahlzeit esst. Das heißt, wenn ihr eine Mahlzeit esst, dann ist der Magen mit Blut vollgepumpt, weil er ja irgendwie verdauen muss. Wenn ihr aber nichts esst, dann ist der Magen quasi leer, in Anführungszeichen. Da ist immer was drin, aber quasi leer, sag ich mal. Und der muss nicht so viel arbeiten. Und dann habt ihr auch nicht so viel Struggle. Weißt du, wie ich meine? Das mit der Konzentration ist krass, ja. Ja, gell? Ja, mit auf leerem Magen habe ich die besten Deals abgeschlossen, Mann. Gell? Ja, Mann. I like that one, man. I like that too, man. No deal alert. Du bist schon wieder... Was waren wir jetzt? Wie viele Tipps haben wir jetzt? Das war jetzt Tipp Nummer 3. Das war jetzt Tipp Nummer 3. Wasser...
Zähneputzen hatten wir und jetzt... Und jetzt das mit den Mahlzeiten. Mahlzeiten, genau. Morgens was essen, abends was essen, den ganzen Tag nichts essen. Intermittent Fasting nennt sich das Ganze auch. Ist für mich richtig geil. Also bei mir funktioniert das voll geil so, bei Fanus auch. Probiert es einfach mal aus so. Und da kommen wir zu Tipp Nummer 4, Digga. Muss ich kurz überlegen. Was haben wir noch für Tipps? Also was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, wenn ihr abnehmen wollt oder wenn ihr, wenn ihr abnehmen wollt, Fett verlieren wollt, Kalorien zählen. Also ihr müsst einfach eure Kalorien zählen, weil dann könnt ihr safe sein, dass ihr wirklich im Kaloriendefizit seid. Wenn ihr das alles nur nach Gefühl macht oder irgendwie so eine, ja, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, dann habt ihr auf einmal keine Power mehr im Training. Ey, merkt schon, ich bin total am Arsch, ich kann auch nicht mehr so richtig reden, ich versuche aber das Beste jetzt rauszuholen. Keine Power mehr im Training so. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja Power haben im Training. Deswegen auf jeden Fall kein Low Carb, Leute. Kein Low Carb. Kein Low Carb, Mann. Das kann ich nur oft genug sagen, weil das ist halt so ein Hype, das ist so ein Trend, weil viele komische Leute, die irgendwelche auch Fitnessprogramme an der Stelle, wenn ich das so sagen darf, rausgebracht haben, haben das so ein bisschen in den Trend gerückt, so Low Carb. Ihr dürft keine Kohlenhydrate essen, wenn ihr abnehmen wollt. Schwachsinn, Leute. Esst so viel Kohlenhydrate, wie ihr könnt in der Diät und macht Low Fat. Das ist einfach meine Empfehlung für euch. Und zählt dazu auch Kalorien. Ja, weil wenn ihr Kalorien zählt, dann seid ihr euch safe. Dann wisst ihr ganz genau, okay, ich habe jetzt genug gegessen. Selbst wenn ich jetzt Hunger habe, ich habe meinen Kalorienbedarf gedeckt und jetzt kann ich nichts mehr essen. So. Das ist auch für ein Mindset, so, weißt du, für die Psyche. Ja, das stimmt. Das ist immer, das, wenn du eine Punktlandung hast, dann fühlt sich immer richtig geil. Fühlt sich besser, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, Mann. Ja. Dann weißt du bist safe. So. Ganz genau, ja. Das ist richtig cool, Mann. Ja, Mann, ist cool, gell? Ja. Feier ich auch, Digga. Wie zählst du deine Kalorien oder wie machst du das? Mit einer App, Digga. Trackst du die, ja? Ja, ich track die so mit einer App, weißt du? MyFitnessPal, ganz easy. Ihr könnt die Sachen abscannen, könnt eintragen, wie viel ihr davon gegessen habt und dann haut ihr das einfach rein. Der einzige Struggle, den ihr dadurch habt, ist einfach, dass ihr jedes Mal euer Handy nehmen müsst und was abscannen müsst. Aber das ist easy, man gewöhnt sich dran. Gewöhnt sich dran und du kannst auch Mahlzeiten speichern. Das heißt, die meisten von uns da draußen essen eh immer das Gleiche, wenn ihr im Fitnessbereich unterwegs seid und dann könnt ihr euch die Mahlzeit abspeichern, nochmal vielleicht die ein oder anderen Werte ändern und dann einfach reinhauen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber abwiegen ist halt Pflicht so. Ihr müsst bei jeder Mahlzeit alles abwiegen, was ihr da zu euch führt so. Ja. Das ist right. Ja, Mann. Ja, Digga. Das war's doch eigentlich, oder? Warte mal. Das war jetzt Tipp Nummer 4. Ja, aber es war ja zwei zusammen. Einmal Kalorien tracken und kein Low Carb machen. Ja, stimmt. Das sind eigentlich zwei Dinger zusammen. Das sind zwei Tipps. Aber ich überlege nochmal, ob ich noch irgendwas auf Trocken jetzt gerade noch im Kopf habe, so. Diät. Kaffeetrinker oder so, dass sie... Nee, Digga, feier ich nicht so. Feierst du nicht? Feier ich nicht so. Ja. Was kann ich euch noch empfehlen zum Abnehmen? Ja, High-Intensity-Cardio, Mann. High-Intensity-Cardio ist bei mir wirklich so, das brennt weg einfach, das Fett. Ihr müsst, also manche Leute sind ja kein Fan davon, manche Leute sagen irgendwelche wissenschaftlich. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Guru so, ich bin kein Fitness-Freak. Ich kann euch nur das sagen, was bei mir geholfen hat. Und das, okay, ein Fitness-Freak bin ich schon, aber ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das, was bei mir auf jeden Fall extrem funktioniert hat, ist High-Intensity-Cardio. Was heißt das? Ihr setzt euch aufs Fahrrad oder geht aufs Laufband und macht eine halbe Sekunde normal, ganz gemütlich joggen. Und eine halbe Sekunde, habe ich gesagt, gell? Halbe Sekunde, ja. Nee, eine halbe Minute natürlich. Halbe Minute, ganz normal joggen, ganz easy und dann eine halbe Minute Vollgas geben. Also richtig auspowern, so, weißt du, wie ich meine? Also richtig geil, du hast ja selber mitgekriegt, ne? Ja, ja, das war krass, Mann. Gell? Das werde ich jetzt auch weitermachen nach der Tour. Ist schon ein Unterschied zwischen einfach eine Stunde ganz normal Cardio machen. Ist ein vollkommener Unterschied, ja. Das ist halt richtig, das geht halt voll an deine Grenze. Du musst deine Grenze überwinden und du bist halt voll am Schwitzen, so. Ja, und du fühlst dich danach richtig geil nach der Dusche. Gell? Brutal. Das ist geil, gell? Ja, Mann. Das kann ich euch nur ans Herz legen, Freunde. Macht mal High-Intensity-Cardio und das brennt dann auch viel mehr weg, so. Ihr habt einen Afterburn-Effekt, ihr schwitzt noch weiter nach dem Cardio und insgesamt bringt es einfach für mich mehr, als wenn ich mich eine Stunde gemütlich auf den Stepper stelle. So, da fühle ich mich auch komisch irgendwie. Ich brauche das auch, dieses Gas geben, weißt du, wie ich mal so richtig durchzudrehen. So. Ah jo, das ist auch viel geiler, Mann. Ja, macht auch Spaß, weißt du, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, so, ist geil. Einmal richtig drin gehen und dann... Drin genommen, na, Mann. Fresh, Alter, das war's jetzt gewesen mit dem Video, würde ich sagen, oder? Ganz gemütlich. Aber jetzt an der Stelle drehen wir ja auch noch ein anderes Video. Genau. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Und schreibt Hashtag Diät rein, wenn ihr auch gerade auf Diät seid. Weil ich will mit euch fühlen, lasst uns mal zusammen ein bisschen Diät machen. Weißt du, wie ich meine? Bisschen sweaten zusammen. Ich glaube, ich habe 50.000 Mal, weiß wie ich meine, gesagt. Ja, ist aber so wie die Amis so. You know what I'm saying? Weißt du, mein so? You know what I'm saying, man? Yes, man. Peace out, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Fitnesskanal ist am Start. Abonniert auch den anderen Kanal, falls ihr nur auf dem Fitnesskanal seid, was ich nicht denke an der Stelle. Aber ja, seid auf jeden Fall dabei, weil dabei ist alles. Be unique. 6, 8, Mann, 1 ist out.
Wir machen Gains in Hannover. Let's do this, man. Let's do the Gains, man. Like you, Ulysses, man. I love you, man. I love you, man. Ulysses. I love you, man. Psst, muss schon in deine Chest Gains rein, bro. Haut. Mir drin gehen, na man. Haut's, na man. 10 Minuten 24 ist gut. Tschüss, ist gut, so, ne? Na ja, Mann. Tschüss. Hier ist Milo Dogs.